Die Gletscher in der Schweiz schmelzen so schnell wie noch nie. 10% ihres Volumens haben die Eisflächen in den letzten beiden Jahren verloren. So viel wie in den Jahren von 1960 bis 1990. Dieses Video der Behörde für Gletscherüberwachung zeigt die dramatische Entwicklung. Dieses Jahr war es für die Gletscher sehr problematisch, da es im Winter sehr wenig Schnee gab, die Schneehöhe fast rekordverdächtig niedrig und der Sommer sehr warm war. Die Kombination dieser beiden Faktoren ist das Schlimmste, was Gletschern passieren kann. Und dann ist da natürlich noch der Klimawandel, der solche Extremereignisse, wie wir sie in den letzten zwei Jahren gesehen haben, viel wahrscheinlicher macht. Mehr als die Hälfte der Gletscher in den Alpen liegen in der Schweiz. Dramatisch, die Temperaturen in der Region steigen etwa doppelt so stark an wie im globalen Durchschnitt. Die kleinen Gletscher werden dabei am schnellsten und unwiderruflich von der Erdoberfläche verschwinden. Verbleibendes Eis wird von Steinen und Geröll bedeckt, Hänge werden dadurch stark steinschlaggefährdet. Ende August, aber auch im September sahen wir in der Schweiz eine 0-Grad-Grenze, die höher als 5000 Meter lag. Es war ein neuer Rekord, der in diesem Jahr mehrmals übertroffen wurde. Bei den Gletschern führte dies in diesen Tagen natürlich zu einem sehr starken Abschmelzen. Dies war nicht der einzige Grund für den starken Gletscherverlust, aber es zeigt, dass die Gletscher in den europäischen Alpen bis zu den höchsten Niveaus schmelzen. Erste Schweizer Gletscheraufzeichnungen reichen bis ins Jahr 1960 zurück, für einige Gletscher sogar bis ins Jahr 1914. Nie waren die messbaren Signale für den Klimawandel erschreckender und alarmierender. Die gletscherbedeckten Gipfel der Alpen, sie könnten bald Geschichte sein.